Hallihallo, Grinders Gaming hier, Stardew Valley 1.6, Folge, glaube ich, 12, sind wir schon. Schon wieder 12 Folgen drin und noch nicht wirklich viel erreicht, aber ist halb so wild. Ich gehe es wieder mal ruhig an, kann ich am besten. Ich bringe trotzdem immer ein bisschen Panik rein, ist ja Standard. Ja, ich habe für heute nicht wirklich viel geplant. Wieso habe ich überhaupt volle Energie? Das wundert mich gerade, ich bin doch gestern Nacht zusammengebrochen. Sollte ich dann nicht nur die halbe Energie haben? Oder ist das mit der halben Energie, wenn man... helft mir auf die Sprünge. Wenn man nach Mitternacht ins Bett geht, das könnte auch sein, ich weiß es nicht. Ich habe die 5 Goldpastinaken. Ist das geil. Schön, die bringen wir ins Gemeinschaftszentrum. Sehr geil. Dann habe ich den Rest jetzt eigentlich umsonst angepflanzt. Aber halb so wild. Das wird einfach alles zu Geld gemacht, gell? Wisst ihr Bescheid? Machen wir die dicken Moneten draus. So. Ja, ich habe nicht wirklich direkt einen Plan für heute. Ich hätte gedacht, ich hüpfe vielleicht nochmal in die Mine, wenn ich jetzt schon sehe, dass ich guter Dinge bin mit der Energie. Aber ich glaube, ich gehe nochmal zu Pierre und kaufe Pastinaken, weil ich will jetzt nicht den gedüngten Boden so umsonst rumliegen lassen. Hey, irgendwas anderes vielleicht. Hauptsache irgendwas, was noch wachsen kann. Ich habe mich komplett übernommen mit den Feldern, sehe ich gerade. Das frisst wieder so viel Energie, das ist brutal. Ja, was muss, das muss. Das passiert mir eh immer. Macht halt am meisten Spaß irgendwie. So. Gut. Also, was haben wir hier noch für ein Briefchen? Mein Kind, hier ist das Rezept, das ich und mein Papa immer benutzt haben. Lass dir beim Kochen Zeit. Gezeichnet Pam. Neues Kochrezept überbackener Blumenkohl. Vielen Dank, Pam. Reiner Zufall. Jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Ich habe dir 53 Gold für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt. Gezeichnet Dr. Harvey. Noch mehr Post. Reiner Zufall. Ich habe eine Bitte. Ich brauche frischen Blumenkohl. Für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einen bringen? Gezeichnet Jody. Auftrag annehmen. Bringt Jody einen Blumenkohl. Zum Glück habe ich da schon was vorbereitet. So. Schöne Sache. Also Pastinaken verkaufen. Blue Chess. Behalte ich mal. Vorerst hier im Kischle. So. Also Jody. Gemeinschaftszentrum. Perfekt. Ja, dann brechen wir auf. Und gehen auch noch bei Pierre vorbei natürlich. Ich sollte vielleicht kurz gucken, wie viel ich da brauche. 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 6, 27, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich hole einfach mal. Ich hole 25, das passt. Fertig. Gerundete Zahl kann ich kaufen, locker flockig. Aber erstmal gucken wir, wo Jody rumlungert. Dürfte wahrscheinlich daheim sein. Ich hoffe, ich verwechsel gerade das Haus nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jody hier wohnt. Na, ist sie da? Ist sie nicht da? Hallöchen! Penny ist ein süßes Mädchen. Sie ist schon seit einiger Zeit Vincents Lehrerin und er mag sie sehr. Ich auch. Oh, der sieht lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Absolut perfekt für mein gelbes Curry. Oh, da würde ich jetzt auch mit essen. 350 Gold. Sehr gut. Die kann ich gleich wieder bei Pierre auf die Ladentheke legen. Für meine Pastinakensaat. Nice Sache. Obwohl, ich kann gucken, was ich sonst noch... Ist ja der 19. Ich kann auch was anderes kaufen. Ich brauche Hering. Da kannst du knicken. Ich habe keinen Hering. Noch nicht. Irgendwann mal. So, 4 Tage, 12 Tage, 6 Tage für Kartoffeln würde auch noch gehen. Ich glaube, ich hole einfach Kartoffeln. Komm, wir pflanzen einfach mal Kartoffeln an. So. Gut, weil da kann ja auch mehr wie eine bei rumkommen. Dann kommt vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle rum. Ich glaube, Kartoffeln und Blumenkohl sind eh zwei der besten Saatgegenstände im Frühling, wenn ich mich jetzt da nicht verplapper. Also Blumenkohl bringt einen Haufen Kohle und Kartoffeln hat man halt die Chance, dass man viel, viel mehr rauskriegt, wie man reingesteckt hat. Da fehlt die Bohne, genau. Wo sind wir denn hier? Nutzpflanzenqualität. Zack.
Sehr gut. Genau. Und da unten muss ich jetzt an das Exotending dran. Und da oben hätte ich noch an die... Zack. Da oben hätte ich noch an die Kischli gemusst. Oder an das Bündel Nutzpflanzen Herbst, ne? Hier, genau. Süßkartoffel. Perfekt. Schön. Jetzt habe ich nichts mehr im Inventar, was hier gebraucht wird. Sehr gut. Wir kommen voran. Langsam, aber stetig. Und das gefällt mir. So. Jetzt ab auf dem Hof, Kartoffeln pflanzen. Und dann gehen wir. Penny können wir noch nicht beschenken. Okay. Dann gehen wir in die Mine nochmal. Obwohl ich nicht glaube, dass ich das noch hinkriege hier. Heute ist der letzte Tag, um neuen Eisenerz zu finden. Naja, fraglich. Fraglich, fraglich. Ich brauche jetzt halt auch noch ein bisschen Energie für die Felder und so. So. Ich habe jetzt aber, um ehrlich zu sein, auch gar nicht damit gerechnet. Ich habe ja beinahe perfekt überschlagen vorhin. Ich habe ja nicht ganz durchgezählt. Ich habe das jetzt auch komplett unterschätzt, dass ich aus diesen ganzen Pastinaken hier jetzt noch 5 Golden rausbekommen hätte oder habe. Weil ich gedacht habe, nach der letzten Ernte da, oh mein Gott, ich muss dringend noch welche pflanzen. War wieder so eine kleine Panikhandlung. Aber halb so wild. Wir machen Geld draus. Was können wir brauchen? So. Gut. Noch irgendwas Essbares außer das? Nicht wirklich. Gut, ich probiere es jetzt trotzdem in der Mine. Ich probiere mein Glück. Ich probiere mein Glück. Da gehen wir auch mal rein. Dass wir mal drin waren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie man das triggert mit der Höhle. Kommt es mit der Zeit? Kommt es, wenn man mit Demetrius sich anfreundet? Kommt es, wenn man einmal da reingelatscht ist? Ich habe echt gerade überhaupt gar keinen Überblick darüber. Aber halb so wild, irgendwann wird das schon. Bin ich mal echt gespannt, wie weit ich mit der Energie noch komme. Die Kohle hätte ich schon mal gefunden. Das ist sehr gut. Kann ich immer brauchen. So, Lino schenke ich den Meerrettich. Das ist ein guter Fund. Ich bin immer glücklich, wenn ich wildes Lebensmittel esse. Ich danke dir. Bitte reiß nicht mein Zelt ein. Aber warum denn? Ist schon einmal vorgekommen. Ja, das glaube ich dir. Menschenskinder. Lass doch den Kerl ja einfach Kerl sein da oben. Der macht doch nichts. Der beißt keinen. Das ist ein Lieber. So, Attacke. Oh nö. Oh nö. Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Schattenebene die schlimmste Ebene in der ganzen Mine ist? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erwähnt. Ich habe auch schon irgendwo eine Fledermaus kreischen gehört. Amethyst kenne ich auch schon. Okay. Da steht auch schon einer von den Klumpköpfen auf. Mehr wie einer sogar. Ich sehe nur die Augen. Das macht es nicht wirklich besser. Aber ich spam einfach mal brutalst rein hier. Ich habe ein paar neue Ideen, über die ich schlafen kann. Das heißt, ich habe Kampflevel ab. Sehr schön. Sehr schön. Ist auch gut, dass man hier auf jeden Fall die Leitern sieht. Ich habe 3 von 10 Eisenerz. Yippie. Oh nö, die doofen Doppelsteine hier. Oh Mann. Ich könnte echt den Leuchtring brauchen. Ja, ich bin langsam erschöpft, das war klar. Am besten gerade nochmal deswegen auf den Boden hauen, damit man noch erschöpfter wird. Der Masterplan, ich sag's euch. Boah, ist das nervig. Wo ist die Leiter? Wahrscheinlich schon irgendwo. Aber ich habe sie übersehen. Okay, ich habe einen anderen Plan. Mine verlassen. So. Ich gehe jetzt gucken. Die haben doch den Leuchtring, glaube ich, hier auf Lager, oder? Oder schalte ich den jetzt im nächsten Kampflevel ab frei?
Er ist zurück. Ja, ich hab's überlebt. Nee, die haben hier keinen Leuchtring. Okay. Robuster Ring. Auch nicht. Ja. Wie kriegt man den eigentlich nochmal? Wahrscheinlich. Entweder in der Kiste in der Mine oder ein Rezept durch Kampflevel ab. Irgendwie so, ne? Glaube ich. Sonst kann man ja eh nirgends Ringe kaufen. Ich will das jetzt heute aber auch nicht mehr riskieren, mit meinen wenigen Nahrungsmitteln da jetzt noch weiter zu äumeln. Ich gehe jetzt nach Hause und mach mir noch ein paar Kupferbarren, hätte ich gesagt. Ja. Und dann machen wir vielleicht noch einen kleinen Ausflug Richtung Wald und gucken, ob wir da noch irgendwas Lootbares finden, Lauch oder so. Katze können wir auch streichen, die ist hier eh gerade unterwegs. Bleib stehen, Katze. Oder liegen. Okay, ich habe sie heute wohl schon belästigt. Na dann. Gut. Gut. Fledermausflügel, die packe ich auch mal hier rein. So, einen Barren. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Dann schauen wir mal, ob ich da irgendwas Brauchbares finden kann. Oh, ist Freitag. Der Händlerwagen ist ja auch hier. Das hätte ich schon fast wieder verschwitzt. Das ist immer so eine Sache mit diesem Wagen. Schade, dass das nicht auch im Kalender drin steht. Artischocken, Dip, Löwenzahn, Harz, Chili, Weintraubensetzling. Seltene Saat. Dunkler Thron. Das wäre jetzt was für mich, auf jeden Fall. Schön. 4 Energie habe ich noch. Läuft. So. Läuft besser wie die Sammelei im Wald, auf jeden Fall. Ach, und was ich neulich auch noch erfahren habe, liebe Leute, das will ich jetzt mal kurz in den Raum werfen, weil ich gerade dran denken musste. Concerned Ape hat anscheinend ein paar neue Screenshots zu Haunted Chocolatier rausgehauen. So. Ich glaube, einer war nochmal über das Kampfsystem, wo man so ein bisschen die Bogenschießanimation sieht. Und die kleinen grünen Schleime, die genauso aussehen wie die in Stardew Valley eigentlich. Also so irgendwie schon ein Markenzeichen geworden bei ihm, diese Schleimchen. Und dann waren noch Bilder dabei von der Bibliothek, glaube ich. Und nochmal eins vom Laden und eins vom Brunnen in der Stadtmitte. Also die Screenshots sehen richtig, richtig nice aus. Müsst ihr mal vorbeigucken. Entweder ihr gebt Haunted Chocolatier News bei Google ein, glaube ich. Oder ihr sucht direkt nach Concerned Ape. Da gibt es auch eine Website, wo er, glaube ich, ein paar Updates raushaut. Oder über X, also Twitter, kommen da auch manchmal Infos rein von ihm. Ist auf jeden Fall sehr interessant, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich habe richtig Bock auf das Game, ich sag's euch. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber es steht noch in den Sternen, wann das kommt. Das weiß noch keiner. Aber es erscheint wohl dran zu sein, er macht Fortschritte. Und von mir aus kann er sich gern Zeit lassen. Er muss hier nicht so AAA-Game zwangmäßig ein Spiel zusammenkleistern in kürzester Zeit und rausballern und dann 50.000 Mal nachpatchen, damit alle Bugs draußen sind. Er soll sich bloß Zeit lassen, damit es gut wird. Punkt. So, gute Nacht. Kampfstufe 2. Herrschendes Rezept, Lebenselixier und 5 Lebenspunkte. Das sehe ich gerne. Und 732 Gold. Kann man sich nicht beklagen drüber. Schön. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich einen Geburtstag verpennt habe oder ob der jetzt heute ist. Muss auf jeden Fall gucken gehen. Und noch mal einen Kupferbarren da rein. Bam. So. Gießen. Dann ab in Städtle. Gucken, ob heute ein Geburtstag ansteht oder ob ich den jetzt verpennt habe. Aber ich glaube, der war heute der Geburtstag. Vor dem Bücherhändler, weil der kommt am 21. Das konnte ich mir komischerweise merken. Also bin mir da beinahe zu 100% sicher. Ja. Wir gehen einfach gucken. Shane war es, glaube ich, ne? Was schenke ich denn dem dann?
Ich weiß, was ich ihm schenken könnte, aber dann... Das mögt er nicht. Das habe ich schon mal erlebt, das, wo ich dem Bier geschenkt habe, ne? Kam nicht so gut an bei euch. Von wegen, macht das mal nicht. Der hat eh schon ein Alkoholproblem. Deswegen werde ich ihm wahrscheinlich irgendwas anderes schenken. Aber ich kenne ihn noch gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was ich ihm schenken könnte. Wo ist er denn? Ich bin schon dran vorbeigehuschelt. Shane. Da. Nice. Ich habe irgendwas im Kopf mit Pizza. Ich glaube, Pizza war eher Sam, ne? Muss nochmal überlegen. Wir schauen einfach mal, wo er mir über den Weg läuft. Vielleicht schenke ich ihm wirklich eine Pizza. Vielleicht mag er es ja. Pizza ist schon so ein gutes Geschenk vielleicht für irgendjemanden. Ist nicht unbedingt ein Geburtstagsgeschenk, aber so, hey, komm, ich lade dich auf eine Pizza ein oder hier hast du eine Pizza. Das ist eigentlich schon eine feine Sache, finde ich. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn ich jemanden auf eine Pizza einladen würde. Ja. Oh Mann, meine Energie. Ich habe mich nur ein bisschen übernommen mit den Feldern. Ganz, ganz kleines bisschen. Nur minimal. Hätte ich jetzt noch die 30 gemischte Saat angepflanzt, gute Nacht, dann würde ich zu gar nichts mehr kommen, außer Felder gießen und pennen gehen. Übel. Aber ja. Habe ich mir selbst ausgesucht. Selber schuld. Gar nicht beschweren, einfach weitermachen. So, machen wir noch einen Barren. Und dann gehen wir mal in die Stadt. Und gucken nach dem Chané, wo der Chané ist. Könnt vielleicht noch daheim hocken sogar. Abends geht er ja meistens in die Kneipe. Oder dümpelt, glaube ich, auch mal unten beim Wald rum, ne? Glaube ich. Genau, Shanes Geburtstag. Morgen Bücherhändler, perfekt. Da haben wir nichts. Kann ich etwas für dich tun? Pass auf dich auf. Okay. Guck mal weg, ich will die Mülltonnen aufmachen. Okay, er hat es nicht gesehen. Das wird er wahrscheinlich sehen. Hey, hör auf damit, ist ja eklig. Ja, Entschuldigung. Das war ein Versehen. Zwinker, zwinker. So. Ja, ich gehe jetzt einfach gucken, wo er ist. Und dann überlege ich mir was. Um 10 macht, glaube ich, die Kneipe auf, ne? 12. Um 12 macht die Kneipe auf, meine ich. Vielleicht muss ich ihn aber erstmal finden bis dahin. Ich weiß ja nicht, ob der sich vielleicht irgendwo... In den Bergen hat ein Gotteslachswahnsinn begonnen. Okay. Das ist schön. Ich kann noch nicht angeln. Da ist Shane. Das ist gut. Da kaufe ich ihm jetzt einfach ein Bündel Heu. Hundehütte. Katzenbaum. 10.000, was? Übertreib halt komplett. Ein Vogelhaus. Oh mein Gott. Hallöchen. Du riechst nach Gras. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Das hatten wir schon mal, das Thema. Ist das ein Geschenk? Oh. Hat sie es jetzt gemocht oder nicht? Sie hatte so Pipi in den Augen. Entweder war das ein, ist das ein Geschenk? Oh, oder es war ein, ist das ein Geschenk? Eins von beiden, 50-50. Ja. Zum Glück kann ich gut mit Kindern. Auf jeden Fall. So. Oh. Das war ja eine krasse Ausbeute. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Zeit überbrücken, damit ich in die Kneipe kann, um eine Pizza zu kaufen. Bis ich jetzt in die Stadt gewackelt bin, ist wahrscheinlich 12. Dürfte hinhauen in etwa. Dann können wir eine Pizza für Shane kaufen. Und was machen wir dann überhaupt? Ich habe schon wieder so wenig Energie. Ärgerlich. Ich wollte noch gucken wegen dem Lebenselixier. Ah ja. Schön. Cool. Sehr cool. Da ist Penny. Aber Penny, ja, auf Montag kann ich wieder schenken wahrscheinlich. Resettet wohl doch immer Sonntag auf Montag. Obwohl ich das, ganz ehrlich, habe ich auch schon erwähnt, ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung. Dass es immer ab dem Tag, wo man beschenkt, also wenn man sie jetzt an einem Dienstag beschenkt, dass es dann auf die nächste Woche Dienstag resettet, das hatte ich mal so im Kopf. Aber dem ist wohl doch nicht so.
Hallo? Ich hab Durst. Jukebox. Wolkenland, Opas Melodie, Spieluhrlied, Einzug, Frühling. Tante Emma Laden. Achso. Wir machen einfach die Kneipenmusik. So, die kennen wir, die ist nicht schlecht. Kann man laufen lassen. Kann ich hier auch den Kamin einschalten? Kann ich nicht. Okay. Ah, das stimmt, da muss ich mit was Speziellem hin, ne? So, Gas, ich brauche eins Pizza. Ich kaufe einfach 600. Okay, vielleicht kaufe ich ihm doch ein Bier. Oder Spaghetti. 600 für eine Pizza ist halt schon böse. Oh, also mit Bier wäre ich auf Nummer sicher gegangen, aber ich will ihm kein Bier schenken. Punkt. Will ich nicht, mache ich nicht. Da ist er auch schon. Hoffentlich mag er Spaghetti. Oh, habe ich Geburtstag? Ach ja, richtig. Hätte ich fast vergessen. Vielen Dank. Oh, immerhin zwei Herzen bekommen. Warum nervst du mich? Ich möchte allein sein. Cool. Oh, vielen Dank fürs Geschenk und jetzt geh weg. Ich mag dich nicht. Nerv mich nicht. Tschüss. Ja, dann gehe ich halt. Hätte ich jetzt einen Amethyst dabei, könnte ich ja auch noch was schenken. Schenke ich ja ein Blümchen. Du hast mir ein Geschenk gebracht? Danke. Die frische Bergluft ist an Tagen wie diesen so angenehm. Ich frage mich, ob die Frösche bald auftauchen werden. Hier ist mein Schwert. Mein Schwert ist auf jeden Fall wieder aufgetaucht. Es war nie weg, nur im Inventar. So. Ich gehe jetzt doch noch ein bisschen in die Mine. Einfach weil ich es kann. Punkt. Ist zwar zappenduster da drin. Ich habe zwar von euch auch Kommentare bekommen und Tipps bekommen, dass ich die Fackeln da abbauen kann und woanders hinstellen kann. Aber. Oh geil. Noch mehr Lauch, jawohl. Aber das geht natürlich nur, wenn ich auch eine Fackel finde auf der Ebene, wo ich bin. Komm, ich schenke ihm das nochmal Meerrettich. Oh, der hat schon zwei Geschenke. Okay. Dann schenke ich ihm nichts mehr zu essen. So. Letzte Lachsbeere in den Kopf. So. Ich bin auch wieder leicht verwirrt. Ich dachte immer, diese dunkle Ebene war weiter unten in der Mine. Aber ich verwechsel das immer. Die kommt so weit oben und danach kommt dann wieder... Ah, da ist eine Fackel. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, die kann ich abbauen und kann die dann zum Beispiel hier irgendwo hinstellen. Das reißt auf jeden Fall was raus. Sehr geil. Naja, es ist besser wie gar nichts zu sehen. Ich muss mir hier nur Platz für das Ding machen. Den Pilz räume ich auch mal weg, nicht dass ich den noch esse. So, stimmt, die Steine. Wo war das nochmal? Handwerksraum, genau, Konstruktion. Ja. Bündel ist nicht wirklich schwierig. Oh. Hallo, Schattenmensch. Das Bündel ist nicht wirklich schwierig. Es dauert nur halt ein bisschen, das ganze Zeug zusammenzukratzen, wenn man es noch selber braucht. Aber damit kann man ja auch noch ein bisschen warten. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt gleich mit 198 Holz da hochäumeln. Da können wir uns Zeit lassen. Können wir ein bisschen chillen. So, hinfort mit ihnen. Der hat irgendwas gedroppt, oder? Oh, noch so eine Nervensäge. Und da ist aber eine Leiter. Komm, geh halt weg. Ist das gemischte Saat? Ja. Also ein Feld hätte ich ja noch frei, ne? Könnte ich ja vielleicht anpflanzen. So. So ist schon angenehmer. Ein Stück weit. Nehmen alles zurück, es wird schon wieder dunkel hier. Mann. Ich höre eine Fledermaus. Aber ich sehe nichts. Da kommt sie, angewackelt. Hallöchen. Geh kaputt. Dankeschön. Wenigstens ein Tier, das auf mich hört. Ja, ohne Fackeln ist arg doof. Okay, hier. Ah, perfekt.
Perfekt. Gehen wir gleich noch eine Ebene runter. Hier hätten wir auch wieder ein bisschen Licht, wenigstens am Anfang, immerhin etwas. Und ich habe schon wieder Besuch. So, komm. Weg mit dir. Wie viel willst du aushalten? Ja. Einfach ja. Alles. Er will einfach alles aushalten. Ich habe halt auch nicht das beste Schwert. Doofe Fledermaus, hau ab. Wo bist du? Wieso sehe ich deine roten Augen eigentlich nicht, wenn es dunkel ist? Finde ich fies. Oh ne, ich muss hier dringend raus. Nervensägen alle. So. Ich werde mal einen Meerrettich dinieren. Oh, schaffe ich es noch auf 35? Ich denke schon. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Dann hätte ich es wenigstens zur Hälfte hier durchgeschafft. Ich glaube, das waren nur 10 Ebenen, wo so bescheiden sind. Danach wird es wieder besser. Ich erhoffe es mir zumindest so heimlich innerlich. Und da ich es jetzt gesagt habe, ist es nicht mehr wirklich heimlich. Oh nö. Wenn ich schon dieses Bröckelgeräusch höre, dann weiß ich, es ist schon wieder Steinknilligzeit. Lass mich in Ruhe. Gib eine Anzeige, ich sag's dir. Belästigung. Na, hau ab. Komm, geh kaputt, ich habe keine Zeit, da kommt noch eine Fledermaus. Blödes Vieh. Kann das eigentlich sein, dass... Also meine ich das nur, oder wurde irgendwie der Dings ein bisschen vereinfacht? Der Combat, beziehungsweise den Schaden, den man von Gegnern bekommt. Ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass es früher um einiges schwieriger war, so am Leben zu bleiben. Weil ich wurde jetzt die ganze Zeit geklopft von irgendwelchen Fledermäusen und hier komischen Steinschattenviechern und ich habe nicht wirklich viel Leben verloren. Gut, ich habe gerade was gegessen, aber das hat ja auch nur 13 Gesundheit hergestellt. War da irgendwas? Weiß da jemand Bescheid? Weil ich weiß nur, dass da mal irgendwas war mit der Hitbox vom Schwert, glaube ich. Nach unten schlagen wurde irgendwie ein bisschen verändert, weil da früher die Hitbox anders war wie sonst. Irgendwie sowas. Mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Da ist jetzt... Eigentlich hätte ich Dulli jetzt noch das Kupfer mitnehmen sollen. Naja. Ist vollkommen in Ordnung. Wir sind Ebene 35, das heißt, wir gehen jetzt schnell nach Hause. Ich habe eh nicht mehr viel Energie. Jetzt gehen wir heim. Schmeißen alles in die Kisten. Machen vielleicht noch ein Kupferbärchen. Legen uns ins Bettchen. Und dann ist der Samstag auch schon vorbei. Shane haben wir beschenkt. Perfekt eigentlich. Ja, war eigentlich ein produktiver Tag. Ging schon gut voran. Gemeinschaftszentrum habe ich heute, glaube ich, nichts abgegeben. Das war alles gestern. Oh, egal, dies passt schon. So, jetzt geben wir der Katze noch was zu trinken. Ja, ich weiß, ich bin langsam erschöpft. Die gemischte Saat packe ich hier auch noch rein, wenn hier schon noch so ein Ding frei ist. Zack. So. Sehr schön. Kupferwaren ist fertig. Oh. Falsche Taste. Perfekt. So, meine Damen und Herren. Das schmeißen wir auch noch da rein. Den Lauch auch. Ich habe 5 Lauch. Ich weiß nur nicht, ob der für das Ding die gleiche Qualität haben muss. Aber ich behalte ihn jetzt einfach mal. Schöne Sache. So, mache ich noch einen Kupferbarren. Zack. Und dann hüpft ich ins Bett. Da ist die Katze. Sehr schön. Gutes Nächtle. Oh, ich habe nichts verkauft. Geil. Buchhändler ist in der Stadt. Sehr schön. Da werden wir vorbeischauen. Aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geil. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Wenn ihr Bock habt,
Likes, Kommentare, Abos dalassen, Glöckchen aktivieren, auf dem Kanal vorbeischauen, ist aber wie immer freiwillig. Ich zwinge euch nicht dazu, ich würde mich nur drüber freuen. Genau wie ich mich drüber freuen würde, wenn ihr eine megamäßig geile Zeit habt bis zum nächsten Video. Deswegen hoffe ich, dass das auch so ist und ich bin raus. Haut rein. Ciao, ciao.